So, einen wunderschönen guten Morgen und damit herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Moin. Moin. Wir sind immer noch hier in Kalifornien, also in den USA unterwegs. Sind gerade in Stockton. Ich kann mir diesen Namen. Du kannst es gut. Stockton. Ja. Das ist schon die San Francisco Area so ein bisschen. Die nächste große Stadt an San Francisco. Ja, die werden wir heute Morgen erreichen nach dem Frühstück. Die Nacht war ein bisschen kurz, muss ich mal sagen. Für mich jedenfalls. So, können wir das Auto schon mal aufmachen für Johnny. Dann kann er nämlich schon mal seinen Koffer da reinpacken. Ich habe heute Nacht, ja, ging nicht anders, bei der Sparkasse in Bremen angerufen. Und jetzt ist unser Budget wieder aufgefüllt auf der Kreditkarte. Bisschen ärgerlich alles, aber jetzt können wir heute den Tag auf jeden Fall wieder voll genießen. Ja, bitte? Ich habe den Anruf in meinem Traum gehört. Also nicht so, dass ich davon geträumt habe, aber ich habe, was er gesagt hat, genauso mitgehört. Du warst im Halbschlaf. So, und jetzt gehen wir frühstücken und jetzt geht's los mit dem Vlog. So, sitzen wir auch schon beim Frühstück. Ich muss sagen, für ein Hotelfrühstück, was es hier bei manchen Hotels hier mit dabei gibt, ist es das beste Frühstück. Es gibt bei mir wieder leckere Waffeln, ganz frisch gemacht. Und hier so einen leckeren Teller mit Sausage und Kartoffeln und Rührei. Und bei Johnny gibt es erstmal Müsli und dann gucke ich mich noch rum, weil das sah alles sehr gut aus. Wir sind jetzt in San Francisco inzwischen und wir wollen gleich über die Golden Gate Bridge fahren. Das einzige, was ich wirklich von San Francisco kenne, den Rest muss ich noch kennenlernen, aber bin ich schon sehr gespannt drauf. Auf jeden Fall, die Wolken hängen etwas tiefer und es regnet. Stefan meinte, er hat es noch nie anders erlebt hier in San Francisco. Stimmt das? Auch schon mal mit Sonne, aber das ist irgendwie so typisch, dass es hier so diesig ist. Ja, was ein Glück, dass ich mir keine kurze Hose angezogen habe, wie Stefan. Das Wetter ändert sich noch. Wir werden nicht gut vorbereitet in unserem Koffer. Gut, dass wir die dicke Jacke mitgenommen haben. Ich habe schon gedacht, ich brauche sie gar nicht mehr. Aber natürlich, San Francisco habe ich ganz vergessen gehabt. Wir haben ja 61 Grad Fahrenheit. Naja, es ist ein bisschen dieselig, dieselig nicht mehr, aber diesig. Ein bisschen windig. Aber jetzt gehen wir erstmal zu Fuß über die Golden Gate Bridge. Und einmal zurück. Aber ob wir ganz rüber gehen, glaube ich, könnten wir, glaube ich, weniger. Aber machen wir erstmal jetzt. So, einmal sind wir mit dem Auto hier schon rüber gedüst und da ging das ja richtig schnell. Und wie lange sind wir jetzt schon gelaufen? 10 Minuten. 10 Minuten und wir sind erst bei diesem ersten von diesen Gates hier. Mit Pfeilern, ja genau. Ja. Gut. Wie viele gibt es? 2 oder 3? 2 oder 3? Ich weiß auch nicht genau. 2 oder 3? Ja, das dauert natürlich, aber ist ja egal. Ist ja schön, wir haben eine tolle Aussicht. Zwar nicht so weit, aber wir blicken hier gerade auf Alcatraz.
wir sehen auch ein bisschen von der Skyline von San Francisco, aber auch nur ein bisschen. Alles in der Diesigkeit verschluckt. So, John, how's life in San Francisco? Ja, jetzt gerade gut, da hinten nicht so. Wir laufen hier schon ein bisschen, weil da hinten war es ein bisschen dreckig. Ja, wir laufen jetzt in Richtung Fisherman's Wharf. Es geht gerade abwärts. Aber wir müssen mal eben kurz drehen. Da sehen wir schon, dass es da auch wieder nach oben geht. Also immer schön fit bleiben. Ja, ich habe mich nicht beschwert. So, bei bestem Wetter, ist ein bisschen windig, aber ist ja für die Location hier normal, sind wir jetzt an der Fisherman's Wharf angekommen. Das ist so eine Touristenmeile hier mit Restaurants und Läden. Aber wir sind am Wasser und wir genießen das ein bisschen jetzt heute mal, dass wir das Auto stehen lassen können für den Rest des Tages und endlich mal frische Luft einem entgegenkommt. Ja, und Sonnenschein. Aber wir haben schon wieder Hunger. Das ist erstmal jetzt das nächste, was wir vorhaben. Wird natürlich nicht ganz billig werden, wenn wir hier essen, aber egal. Hunger ist wichtiger. So, es ist dann doch McDonald's geworden. An der Fisherman's Wharf gibt es auch ein paar... Shall we get your drinks? Oh, thank you. Hier ist noch Strohhalme. Ach, die haben wir schon drauf. So, ich wollte nur sagen, bei Fisherman's Wharf gibt es natürlich auch Restaurants und genug zu essen, aber für eine Pizza $28 zu bezahlen, dann lieber $30 für das Ganze hier. Mit Getränk, Eistee, was haben wir hier? Double Quarter Pounder mit Käse, Chicken Nuggets und John hat sich geholt oder wer auch immer. Das ist ja deiner, genau. Ja. Ich habe den mit Bacon noch. Guten Appetit. So, ich habe den noch nie gegessen. Stefan hat den mal bei Mc's das letzte Mal genommen und deshalb wollte ich den auch mal probieren. Das ist Qualität. Tickets geholt und werden damit gleich fahren. Ich kannte die Dinger vom Sehen, aber ich habe sie jetzt bis jetzt noch nie in echt gesehen. Ich kannte sie eigentlich nur so aus einer Mario Kart Strecke und habe einmal ein paar Bilder und in Filmen sowas gesehen und bin jetzt froh, dass wir auch damit gleich fahren werden. Ja, was genau ist eine Cable Car? Bei den Kabelbahnen von San Francisco läuft ein Seil in einem Graben unterhalb der Straße und dieses Seil zieht die Wagen. Die Wagen greifen mit einer Spannklaue durch einen Schlitz in der Fahrbahn das Seil. Das Seil selbst ist endlos umlaufend. Am Ende einer Linie wird der Wagen auf einer Drehscheibe gedreht und kann dann auf dem Gegengleis mit dem rückläufigen Seil zurückfahren. Cable-Car-Fahrt, boah, ganz schöner Zungenbrecher, geht es auf jeden Fall weiter mit der Room-Tour. Und ja, wir sind gerade eingecheckt und sind gespannt auf unser Zimmer. Okay, Moment, erstmal die Tür zu machen. Wir haben wieder separat ein Waschbecken und die Toilette ist hier mit der Badewanne zusammen. So, weiter geht's. Ja, hier haben wir
Chips, die wir hier hingelegt haben. Stefan. Und hier ist dann noch so eine Arbeitsfläche. Hier ist dann das erste Bett. Das zweite Bett. Und von hier haben wir dann eine schöne Aussicht auf den Fernseher. Ja, die schöne Aussicht haben wir hier jedoch nicht. Ja, wir haben es nochmal gewagt, ein Motel 6 zu nehmen. Das war echt das günstigste in San Francisco, was man kriegen konnte, wenn man denn zwei einzelne Betten haben möchte und in der Nähe, also in der Nähe vom Zentrum wohnen möchte. $150, das geht dann noch so gerade, würde ich mal sagen. Und Motel 6 ist ja dafür bekannt, dass es keinen Komfort gibt, nur so zweckmäßige Sachen. Ist hier auch so. Ja, und kriegen wir schon rum die Zeit hier. Ist hier irgendwo nur zum Schlafen. Aber wo schlafen? Was macht denn der Kleine da? Ausruhen. So, das war das Wort zum... Was haben wir heute denn? Dienstag, glaube ich. Ja, Dienstag haben wir heute. Ja, wir versuchen jetzt gerade hier Netflix zu installieren, also was heißt installieren, aufzurufen, denn das Fernsehprogramm hier ist nicht empfangbar, weil der Receiver wohl aus ist in diesem Hotel. Naja, es passt irgendwie alles zusammen, was wir eben auch so erlebt haben hier. Wir wollten eben eigentlich nochmal hier gucken, ob wir irgendwas essen können. Sind dann mal so ein paar Straßen nach links und nach rechts abgebogen und das kann sich wirklich keiner vorstellen. Was hier los ist, im negativen Sinne. Die ganzen Straßenzüge sind voll mit irgendwelchen Leuten, die auf der Straße leben. Crackies. Die zelten da, die machen Bewegungen, Verrenkungen, das kann sich kein Mensch vorstellen. Ey, du kommst, warte, ich du kommst dir vor wie bei The Walking Dead. Wirklich. Ey, ne, wir laufen da lang so, wir dachten so, normale Wohngegend, das sah wirklich schön aus, aber da waren halt keine Touristen und deshalb war das Ganze Pack, ne? Wirklich. Und da stand einer so. Er macht jetzt so. Warte, so. Ah, ich hab mir wehgetan. Krampf. Er macht die ganze Zeit so. Ja. Ja. Es ist schlimm. Also sowas habe ich in Deutschland noch nie gesehen. Ich habe auch nicht geahnt und gewusst, dass das hier so abgeht. Also ganze Straßenzüge, Horden von Leute, die da standen. Von dem Geruch möchte ich gar nicht erst sprechen, was hier abgeht. Wir werden uns heute, also jetzt noch einen Fernsehabend hier machen. Wir werden relativ früh schlafen gehen, um dann... morgen hier schnellstmöglich rauszukommen. Und wir sind ja ganz froh, dass wir heute einen so tollen Tag in San Francisco hatten eigentlich. Natürlich waren wir da in einer Gegend, die wohl für Touristen sauber gehalten wird. Es ist, mir fehlen echt die Worte. Teilweise, was wir hier eben so gesehen haben. Da kann man froh sein, dass man hier im Hotel sicher schlafen kann. Also ja, wir haben ja auch schon gerade zwei Knälle gehört, ob das hier irgendwelche Schüsse waren. Das waren keine Schüsse, das waren irgendwelche Feuerwerkskörper, keine Ahnung. Ja, so, dann bis morgen. So, einen wunderschönen guten Morgen aus San Francisco noch. Wir haben unser Vorhaben wahrgemacht und sind früh unterwegs. Es ist gerade jetzt mal 7 Uhr. Du hast es wahrscheinlich gar nicht mitbekommen, aber ich bin ja heute Morgen freundlicherweise gegen 5 Uhr mit lauter Musik von der Straße geweckt worden. Was war es denn für Musik? Es war Scheißmusik in meinen Augen, so eine Rap-Kacke. Dann war es gut. Naja, wie auch immer. Was haben wir jetzt vor? Wir haben jetzt vor, tanken, frühstücken. Und dann wollen wir versuchen, uns die Redwoods anzugucken. Das ist hier in San Francisco in der Area nicht weit, laut Navi eine halbe Stunde. Ja, auch für diesen, ja, das ist National Park oder State Park, ich hab's, oder Monument, keine Ahnung, was das genau ist. Ich glaube, da stand National Monument. Naja, brauchte man eine Reservierung. Zum Glück haben wir diese noch online bekommen. Und sind jetzt hier in den Redwoods drin. Hier gibt es so einen Wanderpfad, sehr schön gemacht. Ja, und ich wollte ja auch sehr gerne hin, weil in solchen Redwoods wurden auch Teile von Star Wars Endor gedreht. Ja, also. Und vielleicht können wir hier so eine ähnliche Gegend ja entdecken. Ja, da sind schon solche Bäume. Auf jeden Fall Wahnsinn. Wir sind hier, das sind die ältesten Bäume der Welt. Ich weiß gar nicht, wie alt die sind. Ich glaube, die sind 2000 Jahre alt. Also, hier sieht man mal so ein Teil.
Hammer. Die sind also so alt wie unsere Zeitrechnung. Da muss man sich mal vorstellen. Ja, inzwischen hat man echtes Star Wars Feeling hier. Also es ist wirklich genau wie in Endor. Man denkt wirklich, gleich müssten die Ewoks hier irgendwo rauskommen. Es ist wirklich so, dass man sich daran erinnert, ständig. Man merkt ja auch, dass man manchmal bewusst ist, wie alt die Bäume sind, wie kurz so ein Menschenleben ist. Ja. Wenn echt die Bäume 2000 Jahre alt sind. Wenn man drüber nachdenkt hier in der Ruhe, wir haben jetzt auch einen Weg gewählt, der nicht so... Ja, wohl nicht so viele sind, wir uns sind jetzt einmal zwei Leute entgegengekommen. Aber es ist ja ganz schön, dann sag mal einmal Morning und dann ist das. Ja, also hier unten ist ein Weg hier in dem Park, der ist so auf diesen Holzbohlen, wo man langläuft. Ja, und Ort. Mit Zäunen. Hier, das ist, warte, da. Das ist übelst offen und auch schon, wenn man da runterfällt, dann rutscht man erstmal. Ja, und hier ist halt so ein Bergweg, der ein bisschen aufwärts geht und da... kann man dann auf die Redwoods, ja, nicht in einer Höhe sein, aber man kann schon so ein bisschen runter gucken auf jeden Fall. Also richtig, ja, kommt lohnenswert hier kommt ist das. Man den Ewoks näher, weil ja, die sind ja oben in den Bäumen mit mal, ihren genau, Sachen. Mal sehen, wer den ersten entdeckt von uns beiden. Ja, also mir hat es sehr gut gefallen hier in den Redwoods. Perfektes Wetter irgendwie. Zwar keine Sonne, aber so richtig schöne, feuchtere Waldluft haben wir hier. Ja. So, einziger Fehler ist mal wieder... nichts gegessen. Ja, genau. Aber jetzt gerade merkst du gerade wirklich. Ja, ich habe auch Hunger. Ja, in dem Moment. Wir haben auch gestern ja auch kein Abendessen gehabt. Heute Morgen gab es dann für jeden zwei Kekse. Solche Kekse. Wir müssen also jetzt, wenn wir im Auto sind, erstmal nach was zu essen Ausschau halten. Denn wir fahren gleich den Highway Number One, eine der schönsten Straßen der Welt, entlang. Ja, mal sehen, ob es für uns auch so schön wird. Die Chance, einen Ewok hier zu fangen und zu braten, haben wir leider verpasst. Was zu essen haben wir jetzt erstmal nötig. Ich habe gestern haben wir auch was gegessen, da gab es ja den Double Quarter Pounder bei mir, oder wie der heißt. Der hatte Stefan mal. Und der schmeckt mir auch, habe ich gestern bemerkt und deshalb gibt es den heute nochmal. Und ich mache nicht den Fehler wie gestern, wir hatten nämlich diesen Sweet Iced Tea, schmeckt überhaupt nicht. So, schon wieder McDonald's, wie gesagt. Es gab nichts anderes, aber immerhin einen Lichtblick. Ich habe mir wenigstens einen Orangensaft als Getränk bestellt. Johnny hat gerade hier seinen leeren Becher, kann er gleich füllen mit... ein Getränk, Pommes gibt es für jeden und einen leckeren Quarter Pounder. Ja, wir sind jetzt entlang des Highway Number Ones gefahren, den Pacific Coast Highway. Und wir haben hier gerade einen schönen Spot gefunden. Ja, hier ist die schöne Klippenstrand. Leider
bei nicht so optimalem Wetter. Es war so recht warm, aber eben leider kein blauer Himmel. Wäre schöner gewesen. Obwohl der blaue Himmel, oder? Ja. Ja, ein bisschen kommt da gerade raus. Der ist ganz da hinten. Kommt vielleicht noch. Auf jeden Fall ist es hier auch so wunderschön. Ja, allerdings. Sonst wären wir ja nicht angehalten. Highway Number One. Warum? Weil wir noch müssen wir uns keine Gedanken drüber machen, weil es noch 14 Uhr ist. Aber wir haben natürlich geguckt, was es für Unterkünfte in der Nähe gibt, von dem, was wir heute noch erreichen können. Und das ist leider alles zu teuer, weil wir sind nicht bereit für eine Nacht bei einem 2- bis 3-Sterne-Motel. Ich spreche hier zusammen. Hier da gleich. Auf jeden Fall sind wir dann nicht bereit für ein 2- bis 3-Sterne-Hotel für eine Nacht $200 bis $500 liegen zu lassen. Und ja, es ist wirklich, weil da so viele Touristen langfahren, wahrscheinlich so. Es sind halt Orte gewesen wie Monterey, San Luis Obispo, Santa Barbara, Big Sur. Ist klar, das ist natürlich alles teuer. Ja, und deshalb haben wir uns jetzt entschieden, weil wir ja eh nach L.A. müssen, um auch wieder zurückzufliegen und dort auch unseren Mietwagen wieder abzugeben. In einer Woche wohlgemerkt. Ja, aber damit, das ist so das Ziel, wo wir wieder hin müssen. Ja. Haben wir jetzt auch gerade im Navi eingegeben. Werden wir heute wahrscheinlich nicht mehr antreffen, weil es 4 Stunden sind. 4:43, also fast noch 5 Stunden. Aber wir haben das jetzt eingegeben, damit wir da auch wieder etwas in die Nähe kommen und dann auch mal wieder ein bisschen abgelegener vom Highway Number One sind und da wieder vernünftige Preise geboten bekommen. Und naja, mal gucken, was sich da jetzt so ergibt. Richtig groß Gedanken haben wir uns noch nicht gemacht. Der Highway Number One wäre natürlich sehr viel schöner gewesen als diese Strecke, die wir jetzt hier fahren. Aber es war auch da dermaßen verstopft. Wir haben eben schon so lange im Stau gestanden. Das war kein echtes Vergnügen. Ja, weiß ich auch nicht. Ist wahrscheinlich eine dumme Idee jetzt, dass wir jetzt Richtung L.A. fahren. Obwohl wir auch normalerweise auch Richtung L.A. gefahren wären auf dem Highway Number One. Aber ja gut. John möchte gerne nach Los Angeles, da länger bleiben. Da fahren wir jetzt erstmal in die Richtung auf jeden Fall. Mehr kann man noch nicht sagen auf dieser spontanen Reise. Ja. So, wieder kurze Hose angezogen. Wir haben wieder die über 90 Grad Fahrenheit erreicht. Wir sind hier an einem sehr schönen Platz, war eben zwischendurch angehalten, kurz vor der Interstate, die uns nach L.A. führt. St. Louis. Wie heißt das hier? Nee. Das heißt St. Louis Reservation oder sowas. Oder? Ja, genau. So heißt der See. Ja. Ganz, ganz toller See. Ja, hier ist kurz Pinkelpause. Für Stefan. Beine vertreten für uns alle beide. Bei großer Hitze, muss ich mal sagen. Ja, was mir so eben gerade hier schmerzlich bewusst wird, ist die Tatsache, dass wenn wir in L.A. angekommen sein sollten, es keine weitere Überlandfahrt mit diesem tollen Mietwagen mehr geben wird. Ich habe ja schon so ein paar USA-Reisen hinter mir, immer mit Mietwagen. Dies ist mit Abstand der allerbeste Mietwagen, den ich jemals hatte. Ein Dodge Charger heißt er. Ist geräumig, total bequem. Ja, und die Extras, die ich nicht gewohnt bin, weil wir zu Hause ja ein relativ altes Auto haben. Klimaanlage, okay, die ist wirklich hier notwendig. Ohne Klimaanlage wären wir hier schon lange eingegangen.
Aber da finde ich es ganz toll, dass man das Smartphone hier koppeln kann. Geht auch teilweise automatisch. Dann kann man hier über dieses Display hier die Klimaanlage regeln, das Telefon noch anschließen sogar. Ganz bequem für mich ist natürlich die Sache, dass wir hier ein Automatikauto haben. Das ist einfach eine Wohltat ohne Ende. Wenn stockender Verkehr ist oder Stau ist, ist es doch nicht anstrengend, keine Kuppelei mehr. Einfach nur genial. Aber was auch noch ganz toll ist, auf längeren Fahrten, der Tempomat. Da kann man also hier einstellen, wie schnell man fahren möchte und kann dann ganz bequem den Fuß vom Gaspedal nehmen. Und bis man bremst, bleibt die Geschwindigkeit immer gleich. Und wenn man mal ein bisschen schneller fährt, dann gleicht sie sich danach automatisch wieder an. Das ist sowas von erholsam, sag ich mal. Ja, das wollte ich mal gesagt haben. Also echt ein toller Mietwagen. War ja auch teuer genug, das ganze Ding. Jetzt geht's weiter durch die kalifornische Hitze. So, wir sind jetzt an Taco Bell und es gibt lecker Tacos, wie man schon hört. So, Servietten. Das ist für Stefan. Da hat er sich irgendwie so ein richtig fettes Teil geholt. Also, wie ist das? Vito war das nicht, ne? Ich weiß schon gar nicht mehr, wie es ist. Scheiße, Mann. So, jetzt muss ich erst mal gucken, was für wen ist. Ah, das ist dann für Stefan. Der hat ja schon das fette Teil. Und ich habe hier drei gut eingepackte Cheese. Oh ne, ich glaube sogar, das ist für Stefan. Ja. Ja, krümelt immer schön rum. Und wir haben, habe ich schon ganz vergessen, das war eigentlich der Sinn der Ansage. Ich habe vorhin ein Hotelzimmer gebucht und das über Booking.com. Ich glaube, das kennen die meisten, weil die Werbung davon geht da jetzt sehr oft rum. Und ich weiß gar nicht mehr, wie der Ort hieß, auf jeden Fall. Wieder was Mutiges, nur $84 für uns beide. Aber dabei soll ein Pool sein, ein Fitnessstudio, eine Bar mit Billardtisch und 4 Sterne. Also, wenn es nicht gut ist, wir sind ja nur eine Nacht da. Ja, und der Ort, der heißt Bakersfield, wo das Hotel ist, oder das Motel. Das ist ein Hotel, John? Hotel oder Motel? Auf jeden Fall sind es aber noch bis dahin 2 Stunden Autofahrt. Dunia Hotel. Ja. Du hast den Parkplatz deines Ziels erreicht. Kennt man vom Namen nicht, weiß wahrscheinlich auch. Zeig mal hin, sieht aber ganz gut aus. Warte, hier, fahr mal weiter, Stefan. Haben wir hier so einen kleinen Wasserfall, so einen Wasserbrunnen. Und da kein Parkplatz mehr frei hier. Was ist das für ein Saftladen, den du da ausgesucht hast? Ach nee, doch hier. Ziel erreicht. Ja, $80, ne? Kann sein, dass man entweder erstaunt ist oder enttäuscht. Oder erschrocken. Aber bisher sieht es gut aus. Naja, hoffentlich werden wir gleich nicht erschrocken sein bei der Roomtour. Naja, sieht gut aus. Sieht echt gut aus bisher. Bin ich schön mit den Palmen. Willkommen in Bakersfield. Wir haben es jetzt, wie spät? Wir haben es 18.47 Uhr und 57 Sekunden. So, kaum ist man aus dem Auto raus, merkt man schon wieder, was los ist, nämlich Hitze. Wir haben auch immer noch an die 100 Grad Fahrenheit. Wie gesagt, erstmal jetzt gleich Zimmer und dann Pool. Cool. Ja, genau. So, Auto ist zu. Auf zur Lobby. So, wo ist Stefan? Da, in unserem weißen Auto. Ich gehe gerade vor die Zimmertür. Wir haben nämlich gerade eingecheckt. Und ja, ich stelle mich dahin, damit Stefan weiß, wo der Parkplatz ist. Wir haben gerade übrigens herausgefunden, dass es kein Motel ist, sondern ein Hotel. Und ich glaube, hier stimmt etwas nicht, weil hier ist ein Zaun, obwohl uns gesagt wurde, dass wir da rum müssen. Stefan wird gleich auch verwundert sein. Da ist wohl was schiefgelaufen. Was ist denn? Guck mal nach vorne. Du hast gesagt, dass ich hier lang fahren soll. Weil das die Frau gesagt hat. Man darf eben auf Frauen nicht hören. Mein Reden. Okay, welche Nummer haben wir? Welche Raumnummer? 285. Dann müssen wir in die Richtung wahrscheinlich. Vielleicht müssen wir so herumfahren. Ich komme mal rein. So. Nix kriegt da alleine hin. Ich werde dir gleich zum Elch.
Wie soll ich denn da rumfahren? Hier ist auch falsch. Exit only. Ja, nun. Hier waren wir. Wir müssen so rum herumfahren. Also war schon ganz richtig, wo wir waren beim ersten Mal. Aber das Tor, das hat sie auch gesagt, die Frau an der Rezeption, lässt sich mit unserer Zimmerkarte öffnen. Das ist das ganze Geheimnis und das machen wir jetzt. Und dann geht's endlich im Pool. Mal gucken. Leute. Muss ich hier der alte Mann krumm machen? Insert Card and Quick Remove. Nothing wirkt. Was ist denn für ein Mist? Jetzt. So einfach geht's. Oh. So, 258 hast du gesagt, 85 oder was war das? 285, ich suche es. Boah, man kennt ja nichts. Super. Egal, Parks hier sind ja so große Parking-Lots. Jo, los geht's mit der Roomtour. Na gut, was ich sehe ist für, ja, mit Tax jetzt haben wir 100 Dollar genau bezahlt. Dafür ist das super. Okay, ich fange an. Wir sind es inzwischen gewohnt. Separates Zimmer hierfür und... Achso, ich dachte hier wäre jetzt eine Dusche drin. Ja. Dann haben wir nochmal ein Spiegel mit Waschbecken. Okay. Eine Toilette und hier ist dann, wenn wir die Tür schließen, armer Stefan, haben wir hier eine Badewanne mit Dusche. So, weiter geht's. Dann haben wir einen weiteren Spiegel. Das erste Queen-Size-Bett. Oh, der Stefan ist fast über den Stuhl gestolpert. Dann haben wir hier einen Fernseher. Und hier ist das zweite Queen-Size-Bett. Dann haben wir eine Sitzfläche und eine Arbeitsfläche und... Naja, ganz in Ordnung, die Aussicht. So, da sind wir auch schon im kühlen Nass gelandet. Das ist ein richtig schöner Pool, richtig schön groß und rundherum blauer Himmel und Palmen, wie man hier sieht. Aber die Palmen verdecken die Sonne. Ja, die Sonne ist schon ein bisschen am Untergehen. Aber egal, es ist nicht so warm. Ja, haben wir uns verdient, würde ich sagen. Wir haben zwar öfter schon gesagt, dass wir nicht mehr so viel Auto fahren wollen an einem Tag, aber wir machen ja nun mal einen Roadtrip. Ja, morgen sind es wieder 2 Stunden nachher, ey. Ja, das ist ja nicht viel gegenüber heute. Heute haben wir ja, ich weiß nicht, 4 Stunden, 5 Stunden. Ich glaube noch länger. Von San Francisco mal eben bis nach Bakersfield. Dann noch ein ziemlich langen Teil über den Highway Number 1, wo auch viel Stau war und sowas. Egal. Wussten wir vorher und ja, jetzt genießen wir erstmal die Zeit und die Ruhe. Und gut, dass wir schon bei Taco Bell unser Abendessen hatten. Da müssen wir uns hier nämlich um nichts mehr kümmern. Wir können ja richtig relaxen. Ja, dann fangen wir mal an. So, für die Absage hat es dann leider nicht mehr gereicht. Man ist echt fertig und wenn man dann halt bei der Hitze am Tag einen schönen Pool hat, dann ist man erstmal abgelenkt. Deshalb mache ich das hier in einem Ton und wünsche euch... ach, scheiße, ich habe mich verredet. Scheiße, ich bin schon fertig.